So, jetzt bin ich hier in der Halle 13E72 und neben mir steht die Annette. Und die Annette hat eine Neuentwicklung, denn das Thema Toilette, das ist ja jeden von euch nicht nur im Munde, sondern auch woanders. Und das braucht man einfach als Camper und es gibt Probleme damit. Wir sind mit unserer Lösung auch nicht glücklich, aber wir haben noch nichts gefunden, wo wir gesagt haben, das wäre die Alternative für uns. Wenn es euch auch so geht, dann wird es interessant und gleich legen wir los. Also Annette, das kommt erstmal. Du hast eine Lösung für viele Camper-Probleme, habe ich mir schon sagen lassen. Das geht hier auf der Messe durch alle Munde. Ja? Vielleicht stellst du uns erstmal vor, was ihr für ein Produkt anbietet. Ja, also ich habe mich spezialisiert eigentlich auf Zubehörteile fürs Wohnmobil. Da verschiedene Waschbecken-Erweiterungen und Ähnliches gemacht. Und wir selber reisen zu viert und da war das Thema Toilette immer schon ein Thema. Für jeden ein Thema. Mindestens wenn du ein oder zwei Nächte mal autark stehen willst, hast du das Problem zu viert auf jeden Fall, dass die Kassette halt ratzfatz voll ist. Deshalb war für uns eine Trenntoilette schon immer ein Thema und mich hat halt an den üblichen Dingen das gestört, was euch wahrscheinlich bisher auch gestört hat, dass es halt nicht 1:1 einbaubar war oder dass man halt die Entleerung über das Fahrzeuginnere machen muss. Das waren alles so Dinge, die mich gestört haben. Ja, und deshalb habe ich eine Toilette entwickelt, die meine Wünsche und so wie es aussieht auch viele andere Wünschen entspricht. Und wenn ich da mal vielleicht dazwischen fahren darf. Also ich kann mich noch erinnern, das Thema Trenntoilette, das war, seit wir Campen fahren, ist es immer wieder unterwegs gewesen. Am Anfang ist ein Eimer mit einem Zusatzbehälter verkauft worden für 2000 Euro. Ja, genau. Die Zeit ist schon lang vorbei. Genau. Ja, und das ist jetzt hier einmal ein ganz, ganz neues Konzept, was du dir auch hast validiert lassen. Ja, also in der Patentanmeldung. In der Patentanmeldung. Und das lässt sich 1:1 mit dem normalen Deadford-Kassettensystem austauschen. Genau. Und das gesamte Dometic-Kassettensystem hast du auch eine Lösung. Für Dometic auch. Da kommt es dann darauf an, ob die Dometic auf dem durchgehenden Untergrund steht oder ob es eine integrierte Toilette in der Duschtasse ist. Also es gibt Lösungen auf jeden Fall, die nicht dann professorisch sind, sondern die richtig professionell gemacht sind. Und wie das Ganze funktioniert, das erfahren wir jetzt. Also vom Prinzip, das Wichtige, also die Toilette steht genau an der Position, wo vorher eure Z-Ford oder Dometic stand. Ihr habt dann eben über den Sockel die Passgenauigkeit wie von der alten Toilette. Das heißt, überall da, wo die C220 oder 260 vorher stand, passt die Toilette 1:1 hin. Und somit ist es quasi möglich, die Toilette auszubauen, relativ schnell und die einzusetzen, genauso schnell. Und man muss halt wirklich gar nichts mehr am Möbelbau ändern. Die dockt dann genau an der gleichen Öffnung an. Ja. Und wir nutzen weiterhin den Entsorgungsschacht hinten, machen die Klappe auf und ziehen dann die Behälter raus. Mhm. Jetzt schauen wir uns erstmal, wie der ganze Ausscheidevorgang vor sich geht. Also bei dem Trenneinsatz wäre, denke ich, wichtig zu zeigen, dass wir zum einen einen sehr großen Urinbereich haben, also im Verhältnis zu vielleicht anderen Toiletten oder Umbausätzen. Gerade für Frauen unheimlich wichtig, weil das ist einfach, ja, Männer können in dem Fall besser zielen. Und dann haben wir natürlich auch was, das wirklich auch sehr gut ankommt, unsere Sichtschutzklappe. Man will ja nicht immer auf die Hinterlassenschaften so direkt sehen. Und sie hat natürlich nochmal ein weiterer zusätzlicher Vorteil, dass wenn mal hier Urin drauf landen sollte, dass der halt abgehalten wird, dass er hinten reinplumpst, sondern der wird dann auch umgeleitet in das Ablaufsystem, in den Kanister, in den Urinkanister. Ja, dann haben wir einen sehr hochwertigen Kunststoff mit einer Oberflächenhärtung, lässt sich super gut reinigen. Fühlt sich ganz gut an. Ja, und dann natürlich auch einen sehr stabilen, massiven Deckel, wo man endlich wirklich drauf sitzen kann ohne Probleme, wenn man sich schminken will oder sonst was. Und er ist halt auch schön flach. Dann haben wir noch Sichtfenster, die dann mittels einer Beleuchtung vom Hinteren des Fahrzeugs dafür sorgt, dass man den Füllstand des Tanks sieht. Des Urintanks. Genau.
Und das ist ja hier der Vitalien-Dampf. Genau, und das ist jetzt so quasi, so steht es dann eben hinten drin. Das heißt, ich habe hinten den Urintank, hier vorne der Fäkalientank und das eben im Patent angemeldete Umlaufsystem oder Umleitsystem. Das heißt, egal an welcher Stelle der Trenneinsatz sich befindet, an Sitzposition, es ist immer gewährleistet, dass der Ring abläuft. Also es ist eine vordefinierte Schräge und somit ist es immer gewährleistet, dass der Urin sicher eben hier abläuft. Da ist eine Schwappschutzmembran drin, die verhindert, dass während der Fahrt was rausschwappt aus dem Fahrzeug oder aus dem Tank. Und wir haben dann noch einen Überlaufrand. Das heißt, wenn man mal doch versäumt, den Tank zu leeren, läuft ja dann theoretisch hier der Urin raus. Und in dem Moment springt der Sensor an und piepst eben. Und dann sollte man halt recht schnell nach hinten und den Urintank leeren. Da schwimmt dann ein bisschen Urin drauf, das kann man aber schön abwischen und zieht dann den Tank raus. Und somit ist halt gewährleistet, dass wir keinen Urinunfall eben hinten im Tank haben. Das heißt, das steckt hier nur drauf und da geht der Urin rein. Genau, der läuft hier rein. Wenn man da reinpickelt, dann geht es praktisch in diese Rinne rein. Genau, dann fließt es in die Rinne rein und geht dann hier unten eben aus dem Loch raus, hier runter. Aha. Und die Absaugung erfolgt dann auch quasi direkt über die Urinrinne und den Feststoffbereich. Das heißt, bei uns riecht eigentlich gar nichts, würde ich behaupten. Das heißt, Absaugung, das ist also die Sogtoilette oder die Sogabsaugung? Oder? Also in dem Fall biete ich ein direktes System an, weil mein System kann halt 24 Stunden betrieben werden. Ihr könntet aber auch eben einen Sog anschließen. Im ersten Lauf sicher empfehlenswert und muss ja nicht unbedingt so was Neues machen, wenn man noch einen alten Lüfter hat. Aber das geht in den Sogablauf rein. Das heißt, also nur für die Lader empfiehlst du zu ersetzen. Genau, also die, wo jetzt noch keinen Sog haben, die können dann mein AirKits mitbestellen. Da ist dann auch ein Außenanschluss dabei. Und die, die einen Sog haben, die können dann eben direkt den Soglüfter bei mir anschließen am Kontrollgehäuse und können dann über das Fahrzeuginnere den Lüfter aktivieren. Oder wieder ausschalten. Genau. Also bei Sog ist ja schon wichtig, dass man wieder ausschält, wenn man klar, mehr Strom braucht und auch für den Dauerbetrieb nicht ausgelegt ist. Nicht geeignet ist, ja. Ich kann es jetzt auch mal zeigen, wie man dann eben die Behältnisse reinschiebt. Also hier kommt dann natürlich noch eine Tüte rein. Aha, Und dann oben drauf eben den Ring. Eine handelsübliche Abfalltüte kommt da rein. Ja, 20 Liter. Ich nehme ganz gern die 100% recycelten Tüte. Ja. Sind von Haus aus schwarz. Genau, und dann schiebe ich die quasi komplett rein. Kann dann meinen Lüfter anstöpseln. Ja. Mhm. Und dann kommt eigentlich nur die Urin-Tasse. Der Urin-Tank rein. Der rastet ein, fertig. Ja. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das ist also diese Deadford-Klappe, wie man sie am Wohnmobil serienmäßig hat. Genau. Die mache ich auf, klappe sie nach oben oder zur Seite oder nach unten, je nachdem. Und dann ziehe ich diese Urinkasse raus. Ja. Marschiert damit einfach. Wir machen Deckel drauf. Ja. Aha, okay. Nehme den Sensor ab, dass ich nicht verliere. Ja, damit marschiere ich dann an eine so Toilette, leer dann aus, wo wird er ausgeleert? Ja, auf der Seite. Aha. Nimmt man so. Jawohl. Leeren das so aus. An dem Gurt so halten, hier festhalten, so. Ja. Und dann kann ich auch noch den Fäkaltank ausleeren. Genau, den ziehe ich auch rausziehen. Genau, den ziehe ich dann auch aus eben. Entfernst du es hier? Nimm die Tüte. Genau, den Ring runter. Tüte raus. Zugknoten. Genau. Und dann in Müll. Genau. Jawohl. Und es ist dann auch dadurch eine saubere Sache, weil es ein extern nachkaufbarer Beutel ist und weil man damit gar nicht in Verbindung kommt, in Berührung kommt. Genau.
Der hängt dann da oben drüber, oder? Ja, genau, der hängt ein bisschen über. Hier vorne muss man aufpassen, dass er nicht über den Ablauf geht. Ja, das ist klar. Genau. Aha. Ja, okay. Und dann schiebt man einfach wieder rein. Aber den muss man ja in der Regel nur, sage ich mal, zu zweit vielleicht wöchentlich leeren. Und da muss man ja nicht immer ran. Ja, ist klar. Den Urintank geht man, sage ich mal, jeden zweiten Tag ran. Das war, ja. Je nachdem. Aber der ist auch leichter zu entsorgen als die Kassette. Ja, genau. Weil er auch nicht den Geruch hat wie eine normale Kassette, wie wir sie jetzt haben. Genau. Weil die riecht ja schon übel, wenn man da in der Tour reingehen will. Das ist der ganz normale Geruch. Ich glaube, es ist auch so nicht wirklich willkommen, wenn man mit einer Chemietoilette irgendwie schwab, schwab, auf ein öffentliches WC reingeht. Aber also mit dem ist eigentlich kein Problem, weil da riecht man auch gar nichts danach. Genau, und wenn es jedoch eine. Wenn es dann doch eine, sage ich mal, ein WC schon nicht so auffällig sein sollte, kann man ja zum Beispiel das auch eine schöne Tasche machen. Ja, dementsprechend. Ist ja nicht so groß, ja, dass man das in der Tasche reinpacken kann. Was ist das davon gesehen? Das ist dann quasi der Schlauch, der dann direkt an die Klappe geht. Ja, oder so dann praktisch. Genau. Also das ist der Ablauf jetzt für den Zug. Das ist quasi der normale Stelle ein Stück Schlauch dran, aha, der dann direkt an die Klappe geht, an die Klappenentlüftung. Und beim Sog wäre das ganze Kästle gar nicht dran. Da wird dann der Sog direkt an den Ring angeschlossen. Mhm. Ja, da hätten wir dann das Element gar nicht. Und es wird quasi nur der. Also da wird dann direkt der Sogschlauch draufgesteckt. Der nächste Punkt an der ganzen Geschichte ist der, dass es ja oft heißt, man kann bei Trenntoiletten kein Toilettenpapier in den Abfall mit reintun oder in die Fäkalien. Und es ist hier bei euch nicht der Fall, es wird halt ein schneller Fall, aber man kann ganz normales Toilettenpapier nicht reintun. Es gibt auch nichts mehr mit Rühren. Ja? Es kommt einfach rein und wenn es voll ist, dann wird es entsorgt. Wie merkt man es, dass voll ist? Das ist durch Sichtfenster. Ja, man sieht es ja letztendlich, wenn es irgendwann der Haufen zu hoch ist. Ja, genau. Dann sollte man ihn leeren. Also am besten wirft man, sage ich mal, das Toilettenpapier ein bisschen seitlich rein, damit man auch ein bisschen Streu eben immer direkt auf das Geschäft machen kann. Das bindet dann halt gleich die Feuchtigkeit. Ja. Das heißt, man kann Katzenstreu oder die Kokosflocken oder so. Ich empfehle schon eher mein Streu, weil da viel Aktivkohle drin ist und die Aktivkohle, die bindet halt gleich die Feuchtigkeit super und neutralisiert auch die Gerüche besser. Mhm. Was kostet die Aktivkohle? Die kostet 20 Liter, sagt 24 Euro. Das Land wahrscheinlich, behaupte ich mal, wenn man mit Lüfter betreibt, die Toilette, ein Jahr. Also okay. Da braucht man kaum was. Also kein großer Aufwand, aber zur Not, wenn man unterwegs ist und an die Kohle nicht hinkommt, dann kann man auch Katzenstreu oder Sägspäne. Aber die Sägspäne, die saugen ja nur auf und neutralisieren die Gerüche nicht. Also, ja. Insofern ist aktiv Kohle besser. Dann muss man auch dazu sagen, es gibt es in Weiß und es gibt es in Schwarz für diejenigen, die es gerne in Schwarz haben. Und jetzt kommen wir noch zum entscheidenden Punkt. Also eins auch noch ganz wichtig. Man kann das 1:1 austauschen, das heißt, das sollte auch ein Laie machen können. Genau. Ja? Ansonsten, ein handwerklich Begabter, für den ist es kein Problem. Genau. Also jemand, der einen Akkuschrauber bedienen kann und, sag ich mal... Naja, ich kann einen Akkuschrauber bedienen, aber ich kann trauen, dass sowas nicht zuhört. Ja, also ich denke schon, wenn man handwerklich ein bisschen geschickt ist, sehen, weil das wäre ja auch noch vielleicht ein wichtiger Punkt. Ich kann halt dann, wenn ich irgendwann nach 4-5 Jahren vielleicht mein Wohnmobil verkaufen will, muss ich nicht aufwendig zurückbauen, sondern ich baue einfach wieder die alte Toilette, die im Keller war, wieder ein und die geht genauso schnell raus, wie sie drin war. Weiterer Vorteil ist, wenn man es ausprobiert und man sagt sich, das ist doch nicht meins, dann kann man auch wieder zurückbauen und kann das alte System wieder einsetzen und das muss man dann am Gebrauchtmarkt verkaufen. Genau. Jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage, wie teuer kommt der ganze Spaß und wie lange ist die Lieferzeit? Also die Toilette beginnt bei knappe 900 Euro, also die reine Toilette mit dem Elektronik-Kit sind wir bei 190 Euro, was dazu kommt. Das Lüftkit auch nochmal 190. Also alles in allem, wenn wir es voll ausgestattet nimmt, sind wir bei 1280 Euro. Also 1280 Euro und dann ist alles inklusive. Einbau ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, es dürfte nicht groß zu Buch schlagen. Ein kleines Kärtchen von der Annette.
Und das verlinken wir natürlich alles, die Kontaktdaten, sodass ihr auch mit der Annette in Kontakt treten könnt. Rückfragen stellen, was ich jetzt nicht an Fragen gestellt habe, das könnt ihr stellen. Und bestellen, was ich auch noch nicht habe, das könnt ihr dann auch bei der Annette machen. Und jetzt haben wir hier noch einen praktischen Anwender herumstehen. Ja. Den rufen wir mal zu uns her. Uwe, vielleicht kennt ihr ihn sogar. Ja. Uwe, du bist, hallo Uzi. Du bist Anwender von dieser Toilette. Kannst du uns ganz kurz einen Erfahrungsbericht geben? Wir waren ja auf Corsica damit unterwegs, mit dem Prototyp. Seit 2 Wochen haben wir das Serienmodell, das hat damit deutlich zugelegt. Also wir sind super zufrieden, aber die Iris wird sie nie wieder herkriegen. Und wenn ihr eine Trockentrenntoilette einbauen würdet, dann wäre das der Ritterschlag für die Trockentrenntoilette. Weil bei euch machen wir schon lange rum. Bis jetzt haben wir uns immer Gewehr dagegen, jetzt gehen wir mal in die Überlebensphase. Das wird mich freuen. Also, und ich glaube, da hätte da auch der Uwe, der dich dann ein bisschen unterstützt beim Einbau. Ja. Beim Benutzen bleiben wir dann alleine. Ja. Okay. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war interessant für euch. Annette, vielen Dank, dass du uns das alles vorgestellt hast. Und wenn Fragen offen sind, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ciao. Ciao.